mit Lego-Robotern die Welt erobern. Das war eines der Angebote der interdisziplinären Wochen an der Fachhochschule Kiel in diesem Semester. Wer kennt sie nicht aus der Kindheit? Die kleinen bunten Steinchen, mit denen man sich neue Welten erschaffen hat. Doch die Lego-Steine können weitaus mehr als das. Der Kurs wird vom Masterstudenten Louis Jorsvik betreut und geleitet. Die Studenten lernen in diesem Kurs Konstruktion der Lego-Aufgaben eines Lego-Roboters, wie man ihn programmiert und wie man dann die gebauten Aufgaben damit bewältigt. Über mehrere Tage basteln die Teilnehmer an der Entstehung eines Roboters. Ja, also wie kommen wir vom Lego-Stein zum Roboter? Im Endeffekt haben wir einen Bausatzkasten, mit dem wir uns beschäftigen können. Wir gucken uns einzelne Projekte an, wie andere Leute schon mal einen Roboter umgesetzt haben. Dadurch hole ich mir zum Beispiel Ideen. Und dann fange ich an zu bauen und gucke Stein für Stein, wie ich vorankomme. Und wir haben eine gute Anleitung vorne, die uns hilft, unsere Projekte umzusetzen. Im Vordergrund steht die Ausbildung zum Schiedsrichter für Kinder und Jugendliche bei der First Lego League. Ein Schiedsrichter macht aus, dass er jede Regel kennt, wie viele Punkte es gibt, diese dementsprechend umsetzt, aber immer noch den Kindern Spaß ermöglicht. Das Thema der diesjährigen First Lego League heißt tierisch gut. Der Wettkampf findet am 26. November im Audimax der Fachhochschule Kiel statt. In sportlicher Atmosphäre soll der Wettkampf dazu dienen, Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren an Technologie und Wissenschaft heranzuführen. Zuschauer sind herzlich willkommen.